Zu allen Zeiten wurden Tote nicht ungeschützt begraben. Je nach sozialer Herkunft wurden sie in Holzsärgen oder Adlige in Familiengruften bestattet. Eine Besonderheit sind die Särge der Familie von Stockhausen in Trendelburg. Sie wurden in der Familiensakristei eingeschlossen. Durch die bestimmten Luftverhältnisse mumifizierten sich die Körper selbst. Als man die Särge öffnete, fand man erhaltene Kleidung sowie Bänder, die über die Körper gespannt waren. Diese sollten verhindern, dass die Toten aus ihren Gräbern kommen konnten. Durch das Austrocknen der Körper schienen sich diese zu bewegen. So wuchs der Aberglaube der Menschen. Thank you.